Wie geil ist das bitte? Hier finde ich es einfach gut. Hier geht es auch mir gut. Es geht mir gar nicht klar. Es geht ja mal überhaupt nicht. Junge, Vater, ey. Ey, Mann. Ich bin echt müde. Das war sau anstrengend. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe ultra Hunger. Angefangen habe ich, wo es hell war. Jetzt ist es stockduster. Ich glaube, es soll heute noch regnen. Ich glaube, gleich kickt meine Müdigkeit richtig hart. Es ist ganz schön eng hier drin. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Video. Und zwar habe ich mir überlegt, ich gehe heute tatsächlich in die Natur, um eine Runde zu übernachten. Das Ganze als Selbstversuch, weil ich habe keinerlei Erfahrung damit. Das Einzige, was ich habe, ist mir ein paar Sachen gekauft, um das zu bewerkstelligen. Und jetzt sehe ich es gerade im Auto, hinter mir meinen Rucksack. Und dann habe ich noch eine Tasche dabei. Also ich habe mich maßlos überpackt mit lauter Zeug, was ich wahrscheinlich gar nicht brauche, aber egal. Ich denke mal, ich werde an den Spot vom letzten Video mich begeben und dort versuchen, die Übernachtung durchzuführen. Und ohne jetzt viel weiter rumzuwarten, gehe ich jetzt aus dem Auto raus und jetzt gehen wir Richtung Abendsonne. Man hört den Wind in den Blättern, man hört ein paar Vögel und überraschend wenig Leute, aber ich verlasse sowieso gleich die befestigten Wege und begebe mich auf dünnere, unbefestigte Pfade. Von der Temperatur her ist es sehr, sehr angenehm. Das war ja der erste richtig heiße Tag im Jahr. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich das heute mache. Draußen im Auto, ich habe geschwitzt des Todes. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber hier ist, auch wenn es so aussieht, als würde der Weg enden, es tut er nicht. Das ist dann hier wahrscheinlich so eine Art Hinterstraße, Forstweg, unbefestigter Waldschneise, whatever. Ich habe den Fachbegriff vergessen. Ein Tipps-Video hat gesagt, hier kann man auch gut campen, aber ich möchte schon ein bisschen tiefer in den Wald, weil es einfach gemütlicher ist. Deswegen werden wir hier nicht bleiben, aber es sieht doch sehr cool aus. Wir wollen natürlich nicht so viel unnötig im Waldquerfeld einlaufen. Zum einen wegen den Tieren, zum anderen, um nicht meinen Geruch da überall zu verbreiten und die aufzuschrecken. Deswegen bleibe ich so gut es geht auf den Wegen. Hier haben wir einen Stand für die Drückjagd, wenn ich mich richtig entsinne. Die ist natürlich nicht so wie die Jägerstände ständig besetzt, sondern die werden einmal im Jahr benutzt. Da hat jemand irgendwas hinterlassen. Jetzt laufe ich mal weiter in die Richtung, weil ich wollte ja eh eigentlich zu dem Spot, wo ich letztes Mal das Video gemacht habe. Da vorne ist so eine Art Hütte, Schutzhütte, wie auch immer. Die scheint sogar einen Ofen zu haben. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Holzschuppen. Ist das nicht geil? Es windet ganz schön, aber es ist angenehm. Der Weg wird meiner Ansicht nach ein bisschen abenteuerlicher. Es geht auch bergauf, auch wenn man es jetzt nicht wirklich sieht. Ich hoffe, ich komme richtig an, dass ich jetzt nicht in die komplett falsche Richtung laufe. Ich habe es tatsächlich gefunden. Ich bin jetzt ein bisschen glücklich.
Wie geil ist das bitte? Leute, ich bin so gehypt, wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht warum. Einfach nur ein normaler Wald, aber irgendwie mich freut's. Mich freut's einfach so. Da geht's rein. Ab geht's. Jetzt kann ich mir schön Zeit lassen, den Schlafplatz auszusuchen. Soll ja nicht ganz so nah dran hier sein, dass man vielleicht noch reingucken könnte. Aber ich denke mal, das wird gut gehen. Außerdem ist mein Tarp grün und der Wald auch. Perfekt. Hier finde ich es einfach gut. Hier geht es auch mir gut. Das hier ist der Weg, den ich im letzten Video gekommen bin. Das sieht jetzt total anders aus. Den hätte ich mal überhaupt nicht mehr erkannt. Alles zugewachsen. Aber es ist ein Weg, deswegen möchte ich davon ein bisschen fernbleiben. Jetzt guckt er erstmal, was da liegt. Ich glaube, das war letztes Mal noch nicht. Hier haben sie irgendwas abgesperrt. Sieht aus wie so ein Biberdamm. Gut, jetzt habe ich das Gebiet einmal durchquert. Jetzt weiß ich so ungefähr, wo sich das Dreieck zwischen den Wegen erstreckt. Und dann gehe ich jetzt mal da rein. Einfach ein umgefallener, alter, toter Baumstumpf. Aber er steht noch gut. Und das hier sollte wohl mal ein Bachlauf gewesen sein. Jetzt ist nur noch matschige Erde. Das hier würde sich ultra gut eignen, um eine Hängematte und meinen Tarp aufzubauen. Allerdings ist da dieser junge Ast und der ist da im Weg. Ich glaube, ich muss mein Setup hier aufbauen. So, mal schauen, ob es funktioniert. Oh oh, die sind zu weit auseinander. Das geht mal gar nicht klar. Das geht ja mal überhaupt nicht. Ins Äußerste. Ja. Boah.
Oh, es könnte gerade so gehen, der Winkel. Ja, der passt ungefähr. Dann kommt jetzt das Tarp. Was ist denn das hier? Was soll denn die Kacke? Wer hat es so gemacht? Ich weiß nicht. War ohne Witz. Das hat sich 1A selber verknotet. Das gibt's doch nicht. Warum ist das jetzt locker? So müsste doch eigentlich gehen. Oder? Ja. Junge, Vater, ey. Scheiße, war das gerade anstrengend. Leck mich am Arsch, ey. Ah, Schnüre. Lauter Schnüre. So. Wisst ihr, was mir gerade eben eingefallen ist? Ich habe es jetzt fertig gebaut, aber ich habe gar nicht getestet, ob ich in der Hängematte auch liegen kann. Also, ich habe gerade getestet, ob ich drin liegen kann. Ich konnte nicht in der Hängematte liegen. Außerdem war sie so weit überhalb vom Boden, dass es schwierig war, überhaupt reinzukommen. Aber dafür habe ich jetzt die Aufhängungen einfach ein Stück niedriger gemacht. Und jetzt ist es mir, glaube ich, ganz gut möglich, da bequem drin zu liegen. Und oh Gott, das war eine Schnarke. Und ich freue mich so sehr, jetzt da drin zu liegen. Ich bin echt müde. Das war sau anstrengend. Ich habe viel zu lange gebraucht, um das alles aufzubauen. Ey, Mann, warum nicht? Wir haben jetzt 8:45, 20:45 Uhr. Ich habe blöderweise nicht auf die Uhr geguckt, wann ich jetzt hier angefangen habe zu bauen. Aber es hat bestimmt 1,5 Stunden gedauert. Zum ersten Mal, seit ich mein Auto verlassen habe, wird jetzt hier was getrunken. Viel, viel, viel zu lange her ist es schon. Aber guck mal, es wird doch. Die Isomatte.
jetzt kommt mein neuer Schlafsack zum Einsatz. Den habe ich heute gekauft, weil mein alter einfach viel zu groß für den Rucksack war. Es ist einfach komplett dunkel geworden. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Vor allem auch nicht durch das Licht. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe ultra Hunger. Getrunken habe ich was. Es ist jetzt fertig aufgebaut. So schaut es jetzt aus mit dem Unterschlupf. Ich würde sagen, es kann sich sehen lassen. Die Plane mit Heringen festgemacht. Falls es windet, weiß nicht aus. Weil ich mich ganz in Ruhe hier mal reinsetzen kann. Also, ganz schön anstrengend die ganze Sache hier. Angefangen habe ich, wo es hell war. Jetzt ist es stockduster. Wir haben es. 9:45 Uhr. Ich glaube, es soll heute noch regnen. Ich habe noch nichts gegessen. Aber ich will einfach nur noch schlafen und hoffentlich morgen einen schönen Tag erleben. Ich werde mir jetzt noch hier extra was mitgebracht. Ein paar Brote, ein bisschen was zum draufstreichen. Das werde ich mir jetzt einfach hier innen drin zubereiten, weil du kriegst ja draußen nicht hin, ohne dass dich komplett 1 Million Mücken umschwärmen. Deswegen versuche ich das jetzt einfach hier kurz zu machen, im Sitzen. Beine nach draußen, Reißverschluss zu, dass die Moskitos nicht reinkommen. Ich komme zur Ruhe. Ich glaube, gleich kickt meine Müdigkeit richtig hart. Trotzdem werde ich mal schauen, ob ich nicht vielleicht doch zu Sonnenaufgang aufstehe, einfach nur um zu sehen, wie das ausschaut. Vielleicht ein paar coole Kameraaufnahmen zu machen. Wenn ich zu müde bin natürlich, dann schlafe ich einfach weiter. Aber ich denke mal, ich stelle mir einen Wecker. Mal sehen, ob meine Konstruktion hält, ob das Tarp alles überdeckt und dicht ist und ob mein Rucksack, der da jetzt draußen hängt, nicht auf dem Boden liegt, ob der dann trocken bleibt. Wir haben noch lauter Scheiß hier drinne. Trinkflaschen, Kamera-Equipment. Ich weiß nicht, ob das alles in der Hängematte bleiben kann, aber ich habe echt keine Lust mehr, jetzt nochmal großartig rauszugehen und das aufzuräumen. Ich werde jetzt eine Runde essen. Mal im Ernst, wer filmt sich schon im Essen? Geil. Einfach nur geil. So sitze ich hier in meinem Shelter. Ich bin wieder ein bisschen ausgeruht. Anscheinend regnet es im Moment doch nicht. Vielleicht habe ich ja Glück. Mein Wecker ist auf jeden Fall gestellt auf den Sonnenaufgang. 10 Minuten vorher, beziehungsweise. Ich hoffe mal, das wird gut. Allerdings ist meine Aussicht nach Westen. Aber vielleicht gelingt es mir ja ein bisschen die Waldstimmung einzufangen. Es ist sehr leise hier. Das Lauteste tatsächlich, überraschenderweise, sind die Autos und LKWs, die auf der Straße da in die Richtung fahren, noch die Nacht durch. Und ich habe gerade gemerkt, ohne Taschenlampe ist es doch relativ hell. Also ich könnte mich noch locker zurechtfinden. Ab und zu höre ich was knacken, allerdings das Einzige, was mich wirklich stört, sind die Autos und die Flugzeuge, die hier die ganze Zeit Krach machen. Aber das wird natürlich sich in der Nacht dann auch noch erübrigen, würde ich mal sagen. Hier nochmal mein Setup zu sehen mit der Aufhängung vom Rucksack. So Freunde, das ist meine Aussicht. Das gute Licht. Super geschickt. Das ist nämlich magnetisch. Und da oben habe ich einen Ring hingemacht mit einem Magneten dran. Und dann kann ich da einfach was dranhängen. Und da kommt nachher auch diese Kamera hier hin. Und es ist ganz schön eng hier drin. Es könnte auch sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe bei der Hängematte oder dass ich falsch drinnen liege. Ich weiß, man muss ein bisschen schräg liegen oder sehr schräg liegen. Vielleicht liege ich zu wenig schräg. Aber jetzt gucken wir einfach mal, wie die Nacht so wird.
Es ist jetzt kühl geworden, aber nicht zu kalt. Vielleicht wechsle ich den Pulli doch noch gegen T-Shirt, wenn ich im Schlafsack drin bin. Es regnet im Moment noch nicht. Jetzt haben wir gerade 23.15 Uhr, sowas um den Dreh. Und ich lege mich jetzt schlafen. Und wir sehen uns, wenn die Sonne wieder da ist. 5:45 Uhr. Der Wald wacht langsam auf. Aber ich bleib noch eine Weile liegen. Guten Morgen. Oder auch morgen. Ich habe es doch noch relativ gut schlafen können. Bin zwar öfter mal aufgewacht, aber ich weiß, dass ich auch oft genug geschlafen habe, weil ich immer wildes Zeugs geträumt habe. Und wenn man aufwacht und das noch so ein bisschen im Hinterkopf drin ist, dann ist immer ein ganz schönes Gefühl, dass man wusste, man hat jetzt auch wirklich tief geschlafen. Es ist jetzt 9 Uhr. Um 8 war ich auch schon mal wach. Aber jetzt ist es, glaube ich, einfach an der Zeit, auch mal aufzustehen. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so müde. Passt. Werde ich mich mal in den Abbau machen und ein bisschen das Frühstücken. Und jetzt ist ja auch gerade wieder angenehm, draußen zu sein. Mal schauen, wie nass es tatsächlich draußen ist und wie nass mein Tarp geworden ist. Aber ich denke, der Rest hat nichts abbekommen, was er alles hat. Und es ist ganz schön beengend hier geworden. Gestern Abend war hier noch offen. Jetzt ist total eingefallen. Die Sonne lacht mich an. Oh, wo ist sie hin? Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, aber ich bin umschwirrt von lauter kleinen Fliegen, die am liebsten hier reinkommen würden zu mir. Geht's gut? Ja. Von der Ridgeline ist nicht viel übrig geblieben. Aber immerhin hat sie meine Fototasche getragen. Oh je. Der arme Baum hat jetzt die Ridgeline abbekommen. Soll natürlich nicht so sein. Hängt brutal durch. Aber nass ist da nichts. Gar nichts. Ich habe jetzt wieder meinen Pulli an. Den hatte ich im Schlafsack ausgezogen. Da hatte ich nur das T-Shirt an. Und ich muss sagen, nächstes Mal doch lieber was Langärmliches für den Schlafsack. Weil meine Oberarme tatsächlich dann, weil die eben am Rand von der Hängematte waren, weil die dann kalt geworden sind. Vermutlich, weil sie den Schlafsack platt gedrückt haben oder ich sie gar nicht erst drin hatte. Aber meine Hände waren dafür sehr warm. Also von der Temperatur kann ich nichts Böses über das ganze Setup hier sagen. So, jetzt werde ich mich mal dran machen, das Ganze hier abzubauen. Vielleicht lasse ich die Hängematte noch einen Moment hängen. Aber mal schauen, ob ich es brauche. Und danach wird gefrühstückt. Das ist der Packsack von dem Schlafsack. Und der wird, und das habe ich mir professionell sagen lassen tatsächlich, der wird reingestopft. Das ist die Methode dafür. Also nichts mit zusammenlegen, nichts mit rollen, gar nichts. So. Alles drin. Deckel zu. Und jetzt kommt die wahre Magie der Packsäcke.
Streifen drüber. Streifen drüber. Und ab dafür. Passt. Das ist der Packsack. Jetzt kommen wir zur Isomatte. Die ist ziemlich verkruschelt, hat ungefähr gar keine Luft mehr drin. Aber ich meine, ich habe ein bisschen Luft rausgelassen, dass es sich mehr der Hängematte anpasst. Ich glaube, ganz so leer soll es sich nicht anfühlen. Mal gucken, wenn ich jetzt aufmache. Oh Gott, habe ich das zugeknallt. Yes, yes! Ah. So, habe es ganz schön zugeknallt. Ja, sie füllt sich wieder. Kommt jetzt mal raus. Ganz schön versifft hier. Waldgras, das Universalreinigungsmittel. Und was genau bist du? Ich habe nicht geblutet. Von wem ist das? Ich will es gar nicht wissen. Ab dafür. Muss ich zu Hause reinigen. Lass das Ding. Oh, es läuft noch. Gut, dass du gut gesichert bist. Anders als der Schlafsack wird die hier zusammengerollt. Und rein damit. Passt. Man hat mir gesagt, dass man in der Nacht auf jeden Fall eine Mütze anziehen soll, wenn man nur im Schlafsack schläft, aber habe ich überhaupt nicht gebraucht. Das ganze Zeug muss am Ende in diesen Beutel passen. Jetzt werden natürlich die Baumgurte einmal zusammengerollt. Nummer 1, fertig. Nummer 2. Jetzt fehlen noch die Heringe. Mal schauen, ob es noch reinpasst. Bin ich good to go? Schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe.
Schlafplatz ist geräumt, alles ist aufgeräumt, die Natur ist wieder sich selbst überlassen. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach draußen, um nochmal kurz den weiten Blick von diesem Feld zu genießen. Und ich glaube, dann mache ich mich auf zu dieser Hütte, die ich gestern gefunden habe, und werde dort mein Frühstück schnabulieren. Hört ihr, wie die Grillen zirpen? Immer noch. Oh, wunderschön. Ich sehe wahrscheinlich ganz schön durchgenudelt aus, aber ist egal. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß heute. Es ist ungefähr alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Aber die Umstände haben es besser gemacht. Also beim nächsten Mal bin ich um eine Erfahrung reicher und denke mal, dann brauche ich auch die Hälfte der Zeit zum Aufbauen. Und ich werde die Hälfte von dem Material mitnehmen, was ich jetzt alles da hatte. Die Hälfte davon ist einfach nur Essen. Und ich habe fast schon nichts davon gegessen, weil ich einfach so fertig war. Und es irgendwie auch gar nicht gebraucht habe. Aber ich bin sowieso ein notorischer Überpacker. Und da heißt es gar nicht schlimm. Irgendwo muss man ja seinen Erfahrungswert herbringen. Jetzt wird erstmal schön zurückgewandert. Genau die hat nämlich nach mir gerufen. Was haben wir denn hier? Brotmesser. Nachtisch. Brot, Cashews, Brot, Gourmet, Äpfele. Carbonschal schmeckt irgendwie überhaupt nicht gut. Ja, was soll ich sagen? Die Nacht, die war durchwachsen. Meine allererste Nacht wirklich draußen im Wald. In meinen Zelten habe ich schon seit klein aufgemacht, aber Zelten war nie wirklich im Wald drin und vor allem war ich da nicht allein. Deswegen, das war jetzt hier der Selbstversuch, tatsächlich mal eine Nacht in Isolation. Gut, mein Handy hatte ich dabei, ich war erreichbar, aber ohne die Einflüsse des modernen Lebens. Es hat mir eigentlich schon gut gefallen, also der Platz, wo ich war, den fand ich super schön. Ich habe ein paar Fehler gemacht, klar, beim Aufbauen, beim Sachen herschleifen und ich habe zu wenig getrunken gestern. Aber das ist jetzt alles vergessen. Nachdem ich extrem müde war heute Morgen, habe ich einfach so lange weitergeschlafen, bis ich nicht mehr müde war. Gute Taktik, mache ich immer so. Und ich bin öfters aufgewacht in der Nacht. Und ich bin lang wach gewesen abends. Ich konnte nicht einschlafen, weil es sehr laut war, weil die Autos und LKWs noch gefahren sind überall und die Flugzeuge geflogen sind. Das war sowohl abends ich weiß nicht, ab 11 habe ich nicht mehr auf die Uhr geschaut, als auch morgens 5 und danach, da war Verkehr. Und natürlich 5, klar, die Vögel, die haben angefangen, sich die Seele aus dem Leib zu zwitschern. Da habe ich erst gedacht, ich könnte nicht mehr schlafen, aber es hat erstaunlich gut geklappt dann noch. 5:45 Uhr war dann mein Wecker zum Sonnenaufgang, aber ich habe gesehen, dass es da nichts wirklich Spannendes zu sehen gibt. Immerhin war ich an der Westseite von dem Wald, es gab keinen Sonnenaufgang zu sehen, es gab keinen Nebel. Dann bin ich 9 Uhr aufgestanden. Jetzt haben wir es 11 Uhr. Ich bin auch früh dran mit dem Frühstücken, ich muss jetzt auch langsam nach Hause. Einmal bin ich aus dem Schlaf so richtig hart aufgeschreckt, weil ich dachte, da sind jetzt Leute um mich rum, sind mit dem Auto hergefahren oder sowas. Es klang so, als wäre es richtig nah an mir dran gewesen. Aber ich glaube, es war einfach nur ein Auto mit sehr, sehr lauter Musik, was irgendwo draußen auf einer Straße durch die Nacht geheizt ist. Mit lauten Stimmen. Ansonsten war eigentlich alles relativ ruhig. Es gab keine großen Tiere zu sehen. Menschen habe ich heute Morgen noch überhaupt keinen gesehen. Auch sehr angenehm. Das war jetzt so mein kleines Fazit. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Mal schauen, was für ein Video kommt. Ich hab Bock. Und extra für euch. Hypt Bockangriff. So sieht's nämlich aus. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.
Macht's gut. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ciao. Du Kollege läufst ja auch noch. Auf nach Hause. Auf zum Auto. Mir ist gerade eine Frau entgegengekommen. Die hat mich angeguckt mit ihrem Hund und ist dann abgebogen von diesem Weg. Sie wollte wohl nicht Hallo sagen, aber ich bin doch freundlich. Die erste Wildsichtung heute. Eine Amsel. Vom Ast. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaut mal wieder auf meinem Kanal vorbei und lasst eine positive Bewertung da. Ich freue mich über jedes Abo. So was Blödes, das sage ich doch nicht. Es ist mein Hobby, deswegen mache ich das. Wenn ihr dabei zuschaut und dabei seid, dann freut es mich. In diesem Sinne. Tschüss. Fucking hell, Alter. Ich muss duschen.